Ja, ich möchte euch auch ganz herzlich begrüßen zu unserem Abendgottesdienst. Schön, euch hier zu sehen, die ihr von nah und fern gekommen seid. Es ist schön, dass wir hier zusammen Gottesdienst feiern dürfen. Es ist schön, dass wir uns in das Wort vertiefen dürfen. Und wir sind jetzt schon seit einer geraumen Zeit in 2. Mose, Kapitel 20. Wir haben uns die Worte angeschaut, die 10 Worte. Andere nennen das die 10 Gebote. Wir haben uns das angeschaut, was wir als Fundament eigentlich hier sehen für das Volk Israel. Aber nicht nur für das Volk Israel. Es ist viel mehr, was hier erwähnt ist. Und ich will nicht diese 10 Worte wiederholen. Wir sind ja auch in einem fast Schneckentempo vorbeigefahren, haben uns jedes dieser Worte einzeln angeschaut, so als ob wir mit dem Auto so ganz langsam vorbeifahren und uns die Sachen genau anschauen. Und jetzt werden wir vielleicht ein bisschen schneller werden, aber ich weiß es nicht. Das Interessante ist, diese 10 Worte, die sind eingebettet. Die stehen nicht für sich alleine. Viele sehen die 10 Gebote so als diese Worte auf den Tafeln. Und ja, die wurden später auch Mose auf Tafeln ausgehändigt. Sogar zweimal. Einmal musste er sie zerschlagen, weil das Volk das Gebot übertreten hat. Und dann musste er nochmal selber Tafeln machen und da hat Gott diese 10 Worte wieder draufgeschrieben. Aber bevor sie auf Stein geschrieben worden waren, waren sie von Gott gesprochen. Und zwar zum ganzen Volk. Und ja, das Kapitel 20 fängt damit an, und da heißt es, und Gott redete alle diese Worte und sprach. Gott redete sie vor dem Volk, vor der ganzen Menge, vor dieser großen Masse an Menschen hat Gott diese Worte geredet. Um aber das nochmal zu verstehen, was ist vorher geschehen? Gott ist auf diesem Berg Horeb oder Sinai, wird verschieden genannt, niedergekommen. Das ist so ein Berg von 2280 ungefähr Metern, vielleicht ein bisschen mehr. Nicht so hoch wie die Alpen, aber doch ein bisschen nach oben. Ich stand davor, ich bin nicht hochgegangen. Das war vor vielen, vielen Jahren, als ich damals Sinai besucht hatte, da stand ich neben dem Katharinenkloster und habe da so nach oben geblickt. Und man sagte, ja, am besten ist es, wenn ihr sehr früh am Morgen losgeht, so um 1 Uhr morgens und dann den Berg hochgeht und dann von dort den Sonnenaufgang zu sehen, das ist etwas Besonderes. Und das wird das wahrscheinlich auch sein. Nur jetzt für das Volk Israel. Da lesen wir in Kapitel 19, Vers 16, und da heißt es, und es geschah am dritten Tag, als es Morgen wurde, da brachen Donner und Blitze los und eine schwere Wolke lagerte auf dem Berg und ein sehr starker Hörnerschall ertönte, sodass das ganze Volk, das im Lager war, bebte. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich habe es jetzt so gelesen. Vielleicht muss man ab und zu so die Augen zumachen und sich so vorstellen, was dort geschieht. Gott kommt dort auf den Berg runter. Und es ist nicht so eine liebliche Sache. So, ja, bei Elia, da wissen wir, er war ja auch dort am Sinai. Und da war dieser große Wirrwind und Gott war nicht darin.
da war ein Beben und Gott war nicht darin. Und da waren dann auf einmal so ein Sausen. Und dann merkte er, ja, jetzt ist Gott hier. Er ist gegenwärtig da. Aber jetzt, wo Gott sich dem Volk Israel offenbart, da ist es nicht so. Da ist es, ja, wie etwas Unvorstellbares. Die Leute gehen raus und erschrecken. Ich weiß nicht, wer von euch schon so ein Erdbeben erlebt hat. So ein bisschen Gewitter haben wir sicherlich alle schon erlebt. Und viele haben selbst bei einem, naja, vielleicht etwas größeren Gewitter Angst. Aber was dort geschieht, das ist viel größer als das. Und die Worte, die hier verwendet werden, es wurde Morgen, da brach Donner und Blitze los. Eine schwere Wolke lagerte auf dem Berg und ein sehr starker Hörnerschall ertönte. Also diese alle Sachen zusammen sind dort, sodass das ganze Volk, das im Lager war, bebte. Mose aber führte das Volk aus dem Lager hinaus, Gott entgegen, und sie stellten sich am Fuß des Berges auf. Und der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabkam. Und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens. Und der ganze Berg erbebte heftig. Und der Hörnerschall wurde immer stärker. Mose redete und Gott antwortete ihm mit einer lauten Stimme. So wird uns das Herabkommen Gottes auf dem Sinai geschildert. Und aus diesem Geschehen heraus redet Gott. Er spricht diese 10 Worte aus diesem Geschehen heraus. Und das Volk, ich weiß nicht, wie weit sie das wirklich so hören konnten. Wir lesen hier, dass Mose mit Gott redete und Gott antwortete ihm. Also da war eine Kommunikation. Und diese 10 Worte waren Gottes Kommunikation an das Volk Israel. Und wie gesagt, es ist Gott, der diese Worte hier zu Israel redet. Es gab im Laufe der Jahrtausende viele Erklärungen und da wurde Verschiedenes gesagt, dass Mose irgendwie diese Worte aufgeschrieben hätte, dass Israel sich so ein wunderbares Gesetz gegeben hätte. Aber nein, es war nicht Israel, der sich dieses Gesetz gegeben hat. Nicht Menschen haben diese Gedanken, diese Worte sich ausgedacht. Gott selbst erredete diese Worte. Es ist das Wort Gottes gesprochen zu dem Volk Israel. Es sind Gedanken Gottes, die hier offenbart werden. Wir lesen auch vor dem Kapitel 20, da sagt Gott Mose, stell sicher, dass die Menschen nicht zu mir ausbrechen. Und Mose sagt, wir haben da eine Grenze gemacht, dass das Volk dich nicht überschreitet. Und Gott sagt, mach sicher, dass keiner zu mir ausbricht, damit sie nicht sterben. Und dann redet Gott diese 10 Worte. Und wir kommen jetzt zum Vers 18 des 20. Kapitels. Und hier heißt es, und das ganze Volk nahm den Donner wahr, die Flammen, den Hörnerschall und den rauchenden Berg. Als nun das Volk das wahrnahm, zitterten sie, blieben von Ferne stehen. Wir sehen, wie das Volk reagiert. Zunächst einmal ist so eine Gefahr da, dass alle sehen wollen, was da auf dem Berg geschieht. Ich meine, da ist dieser massive Berg, das ist ja Granit, starke Felsen, und auf diesem Felsen, da ist diese
riesengroße, starke Wolke. Da kommen diese Blitze heraus, da donnert es. Da ist dieser Hörnerschall, der da herauskommt, der immer lauter wird, der ohrenbetäubend ist. Die Menschen sehen das. Und dann hören sie diese 10 Worte inmitten dieses Donners, inmitten dieser Blitze, inmitten dieses Hörnerschalls. Die hören diese 10 Worte. Sie sind erschreckt. Sie entfernen sich. Denen ist es zu groß, was sie da auf einmal wahrnehmen. Zunächst wollten sie sehen, wie der Mensch halt neugierig ist, wollen sehen, was da passiert. Das ist etwas Ungewöhnliches auf dem Berg. Aber dann, auf einmal, ziehen sie sich zurück. Sie zittern, sie haben Angst, sie bleiben von Ferne stehen. Wir lesen, dass Mose das Volk versuchte, dazu Gott zu führen, soweit es gehen durfte. Aber jetzt stehen sie weit hinten. Jetzt haben sie Angst, jetzt zittern sie. Selbst die Mutigsten zittern. Die Frage ist, warum zittern sie? Natürlich, was dort passiert, ist nicht natürlich. Sie haben den Berg vorher gesehen und sie sehen den Berg jetzt und sie merken, da geschehen Sachen, die sie sich nicht erklären können. Und diese Erscheinung Gott, die ist so groß. Und es ist verschieden, wie Gott sich den Menschen offenbart. Bei Mose war es so, dass da dieser brennende Busch war. Da war kein Donner, da war kein Höllenlärm. Da war dieser brennende Busch, der die Aufmerksamkeit von Mose auf sich gezogen hat. Und Mose dort hingeht, um zu sehen, was ist das für ein Busch, der da brennt und nicht verbrennt. Und auf einmal, The Great I Am, haben wir vorhin gerade gesungen, da offenbart sich der Ich Bin, der Ich Bin. Der spricht zu Mose und der sagt, dass Mose das Volk herausführen soll. Wir wissen, dass Mose zunächst einmal sehr zurückgezogen reagierte. Er es nicht wollte und Gott Überzeugungsarbeit leisten musste, damit Mose geht und sein Volk herausführt. Da war dieser brennende Busch, wie Gott sich offenbart hat. Von Elia haben wir schon gehört, wie Gott sich dort offenbart hat, in so einem leisen, leisen Summen des Windes, Sausen des Windes, da offenbarte sich Gott. Wir wissen, wie Gott sich offenbart hatte in der Geburt Jesu Christi. Irgendwo bei den Tieren, irgendwo draußen, irgendwo, wo man nicht erwarten würde, dass Gott auf die Erde kommt, ist er geboren worden. Und doch auf der anderen Seite, wie er sich durch die Engel an die Hirten offenbarte, die auch erschreckend da standen und es nicht verstanden, was da passiert, als ihnen diese frohe Botschaft der Geburt Christi mitgeteilt worden ist. Gott offenbart sich auf verschiedene Art und Weisen. Es gibt keine besondere oder es gibt nicht eine Sache, die immer gleich ist. Er offenbart sich auf eine verschiedene Art und Weise. Und hier zu dem Volk Israel, in diesem großen Donnern und Blitzen und diesem Hörnerschall, spricht Gott zu den Menschen. Und sie ziehen sich zurück und kriegen richtig Angst. Die Hirten haben auch zuerst einmal Angst gehabt. Aber als sie dann diese frohe Botschaft hörten, dann sagten sie, lasst uns dahin gehen nach Bethlehem und sehen, was dort passiert ist. Und darum geht es letztlich, dass Gott sich selber offenbaren möchte. Die Frage ist, was hat das Volk so große Angst gemacht? War das nur diese wunderbare, großartige Erscheinung auf dem Berg?
Oder waren es die 10 Worte, die sie gehört haben? Und ich denke, es ist auf jeden Fall beides. Zunächst war die Neugier da, aber als sie diese 10 Worte hörten, ich denke, das hat sie bewegt, das hat sie erschreckt. Ich glaube, das hat sie zum Zittern gebracht. Ich weiß nicht, wie wir diese 10 Worte Gottes hören. Wir haben das Gesetz wahrscheinlich schon sehr oft gehört, vielleicht im Konfirmandenunterricht schon gehabt oder in der Kommunion gehört. Ich weiß es nicht, wie deine Vergangenheit war und wie sehr diese 10 Gebote zu dir gesprochen haben. Zum Teil sind ja auch diese 10, sind Teil dieser 10 Gebote auch bei uns in dem Grundgesetz hineingekommen. Aber ich weiß nicht, ob du jemals diese Art des Zitterns vor den 10 Geboten, vor den 10 Worten Gottes gehabt hast. Hat das dich dahin bewegt, dass du gesagt hast, das kann ich nicht erfüllen. Das ist zu groß. Gott so zu heiligen, Gott das ganze Leben zu geben. Weil das ist das, was die Gebote eigentlich von uns verlangen. Wir haben keinen Gott mehr neben diesem Herrn, der sich uns offenbart hat. Wir machen uns keine Götzen mehr. Und wir haben gemerkt, was das bedeutet, dass Götzen so schnell in unser Leben hineinkommen. Es sind nicht unbedingt diese steinernen Figuren, die oft früher gemacht worden sind und die auch in anderen Ländern noch oft anzutreffen sind. Aber so schnell können wir uns einen Gott neben unserem Herrn machen. Wie schnell können Dinge in unserem Leben wichtiger werden als Gott? Wie oft richten wir uns nicht nach ihm aus, sondern machen unser Ding. Weil ich will das machen. Es geht keinem was an, was ich tue. Und doch, es geht Gott was an. Und wie du dein Leben ausrichtest, das soll auf ihn gerichtet sein. Er soll das Zentrum sein. Es soll nichts anderes zwischen ihm und uns stehen. Er möchte bei uns im Zentrum sein. Er möchte, dass wir uns so benehmen, dass er verherrlicht wird, dass anderen Gutes getan wird. Diese ganzen Gebote des Miteinanders sind ja hier auch beschrieben. Du sollst nicht töten. Es ist nicht nur, wenn wir wirklich irgendwie ein Messer oder irgendwie einen Gegenstand in die Hand nehmen und einen anderen umbringen. Wie schnell töten unsere Blicke? Wie schnell töten unsere Worte? Jesus sagt das selbst. Wenn ich zu meinem Bruder sage, du Narr, dann habe ich eigentlich den Tod verdient. Wie schnell sind wir dabei zu lügen? Ja, wir nennen das natürlich nur Notlüge. Wir nennen das, naja, ein bisschen zu meinen Gunsten die Dinge auslegen. Gott sagt, das sind Lügen. Er spricht deutlich zu uns. Und das Volk Israel hört das und das trifft sie. Und sie merken, ich kann das nicht erfüllen. Mein Leben ist so anders. Das, was Gott mir sagt, diese Grundlage, die er mir nennt, die ist mir zu groß. Ich kann das nicht erfüllen. Ich versage darin, immer wieder. Und ich denke, das war ein Teil, warum sie hier vor Gott zittern. Sie merken, ich schaffe das nicht, dieses Wort Gottes zu erfüllen. Es ist zu groß für mich. Sie blieben von Ferne stehen. Sie haben Angst vor diesen Worten. Es ist schon tief, was Gott uns hier sagt. Und ich hoffe, dass wir auch das verstehen in der gleichen Art, als wir jetzt eigentlich diese 10 Mittwoche hier das Wort Gottes eins für eins, das
gehört haben. Ich weiß nicht, wie ihr euch immer da gefühlt habt. Ich habe mich schon ertappt gesehen. Ich habe mich schon gesehen, dass in hier und dort Gott mich da auch ganz genau anspricht und sagt, hier, du hast versagt. Du hast Dinge nicht recht getan. Du hast gegen mich gehandelt. Und letztlich hören wir so viel von der Gnade Christi und das ist ja auch ganz gut so. Aber ab und zu sollten wir auch, so wie das Volk hier, zum Zittern kommen und sagen, ich habe versagt. Ich habe vor dir versagt. Die Leute haben Angst, sie zittern, sie bleiben von ferne stehen. Und Vers 19, da heißt es, und sagten zu Mose, rede du mit uns, dann wollen wir hören. Aber Gott soll nicht mit uns reden, damit wir nicht sterben. Merkt ihr, das Volk hat verstanden, worum es geht und sie haben verstanden, wenn Gott zu uns redet, dann müssen wir sterben. Das Wort, das ist so deutlich, wir müssen sterben. Und sie sagten, Mose, du sollst zu uns die Worte Gottes weitergeben. Und damit sagen sie eigentlich, wir brauchen einen Mittler. Wir brauchen jemanden, der zwischen uns und Gott vermittelt. Wir haben Angst, wenn wir Gottes Wort so hören sollten, wenn wir weiter Gottes Wort so hören sollten, dann werden wir sterben. Mose, rede du zu uns, damit wir nicht sterben. Mose sollte Mittler sein. Er sollte zwischen dem Volk und Gott vermitteln. Er sollte derjenige sein, der in den Riss geht, der dazwischen steht, der für das Volk redet und der das Wort Gottes dem Volk bringt. Er sollte derjenige sein, der das Wort Gottes ihnen wiedergibt. Das Volk Israel merkte, sie brauchen einen Mittler. Wir brauchen einen Mittler. Wir stehen genauso vor diesem Wort. Und dieses Wort klagt uns an. Da, wo wir versagt haben, klagt dieses Wort uns an und sagt, du hast das Gesetz gebrochen. Du hast diese Worte Gottes übertreten. Du hast versagt in deinem Leben. Du hast es nicht geschafft, den Standard Gottes, das, was Gott hier vermittelt, das zu erfüllen. Wir alle haben es nicht geschafft. Und seit dem Tag, wo Mose hier vor dem Volk Israel stand, bis heute haben alle Menschen das Wort Gottes gebrochen, außer einen. Alle außer einen. Wir alle sind schuldig geworden an dem Wort Gottes. Und wir brauchen einen Mittler. Wir brauchen diesen einen, der das Wort Gottes nicht gebrochen hat. Wir brauchen jemanden, der zwischen uns und Gott steht. Gott ist heilig. Er ist so heilig. Er ist so groß. Wir als Menschen, die wir seit Adam gesündigt haben, wir brauchen einen Mittler. Wir brauchen jemanden, der zwischen uns steht, der in den Riss für uns geht. Gott sei Dank, wir haben diesen Mittler. Es gibt einen Mittler. Es gibt keine Religion, die das anbietet, die sagt, es gibt einen Mittler. Es gibt jemanden, der zwischen dir und Gott steht. Jemand, der dich kennt. Jemand, der dein Versagen kennt.
und jemand, der dafür die Strafe getragen hat. Es gibt diesen Mittler. In 1. Timotheus 2, Vers 5, da heißt es, denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus. Gott sei Dank, es gibt einen Mittler. Gott sei Dank, wir stehen nicht vor Gott alleine da und müssen die Strafe ertragen. Es gibt einen Mittler. Es gibt jemand, der in der Lage ist, zwischen mir und Gott zu stehen. Der Mensch Christus Jesus. Dieser, der gekommen ist auf diese Erde, in diese Welt hinein. Dieser, der gekommen ist, der nicht sich im Auge hatte, sondern uns. Der für andere Menschen lebte, sein Leben auf andere Menschen ausrichtete, aber vor allen Dingen mit seinem Vater in Gemeinschaft lebte. Der Mensch Jesus Christus. Er ist Mittler. Derjenige, der an das Kreuz gegangen ist für unsere Schuld. Er ist Mittler. Derjenige, der unsere Schuld auf sich nahm und am Kreuz getragen hat. Er ist Mittler, der den Schuldbrief zerrissen hat. Er ist Mittler. Deswegen ist das Kreuz so wichtig und so wunderbar. Auch wenn es dieses schreckliche Werkzeug des Todes ist. In vielen Religionen wird das nicht akzeptiert. Da will man das nicht akzeptieren, dass Jesus in der Lage war, unsere Schuld auf sich zu nehmen und sie am Kreuz zu büßen. Das ist für viele unverständlich. Alle, die Jesus nicht persönlich kennen, die stehen da und sagen, das kann ich nicht begreifen. Und ja, wir können es nicht begreifen. Wir können es nicht begreifen, wie unsere Schuld plötzlich auf Jesus lastete. Wie meine Schuld von Jesus getragen wurde am Kreuz. Aber nur so ist Vermittlung möglich. Weil jede Sünde, die hier in Kapitel 20 genannt wird, ich meine die Sünde des Nichterfüllens des Wortes Gottes, die bedeutet Tod für uns. Und wir hätten dort am Kreuz sein müssen. Aber da war ein Mittler, der für uns dorthin gegangen ist. Wir lesen Hebräer 8, Vers 6. Da heißt es, jetzt aber hat er einen vortrefflicheren Dienst erlangt, wie er auch Mittler eines besseren Bundes ist, der aufgrund besserer Verheißung gestiftet worden ist. Er ist Mittler eines besseren Bundes. Diese 10 Worte, die waren der Bund Gottes mit dem Volk Israel. Er ist ein Mittler eines besseren Bundes. Wir werden heute das Abendmahl feiern und wir werden daran denken, an diesen besseren Bund. Wir werden daran denken, wie er an unserer Stadt ans Kreuz gegangen ist. Und ich lese jetzt Hebräer 9, Vers 15. Und darum ist er Mittler eines neuen Bundes, damit, da der Tod geschehen ist zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen die Verheißung des ewigen Erbes empfangen. Wir stehen nicht mehr unter diesem ersten Bund. Das heißt nicht, dass diese Worte hier in diese 10 Worte für uns unwichtig sind. Wir haben schon von Jörg auch gehört. Die sind nicht weggetan. Das größte Gebot ist, Gott zu lieben vom ganzen Herzen, von ganzer Seele, vom ganzen Sein und den Nächsten
wie sich selbst. Das ist das Gebot Gottes. Das ist die Fülle des Gebotes Gottes. Die ist von uns nicht weggenommen worden. Aber wir haben doch jetzt einen besseren Bund. Wir haben ein besseres Erbe. Und nochmal Hebräer 12, Vers 24. Und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes, und zum Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut Abels. Das spricht von Jesu Tod. Das spricht von Jesus, der sich für uns hingegeben hat. Wir brauchen einen Mittler. Das Volk Israel ist begriffen. Mose, sei du unser Mittler. Spreche du mit Gott. Geh du doch in den Riss. Wir können es nicht. Wenn wir das tun, wenn wir weiter das Wort Gottes so hören würden, wir würden sterben. Mose, sei du der Vermittler. Geh du dazwischen. Jesus, sei du mein Mittler. Und das sagen wir eigentlich, als wir uns zu Jesus bekehrt haben. Jesus, du bist mein Mittler. Du bist derjenige, der für mich in den Riss getreten ist. Du bist derjenige, der am Kreuz meine Schuld gesühnt hat. Du bist mein Mittler, sagen wir eigentlich bei der Bekehrung, wenn wir zu ihm kommen. Jesus, du bist mein Mittler. Ich habe versagt, aber du bist für meine Schuld gestorben. Du bist mein Mittler. Jesus, rede du mit dem Vater. Rede du mit deinem Vater. Und Jesus sagt, ja, ich habe mit meinem Vater geredet. Ich habe deine Schuld auf mich genommen. Ich habe mit meinem Vater geredet. Mein Vater hat die volle Strafe, die dich treffen sollte, an mir ausgeübt. Ich bin der Mittler. Ich stehe zwischen dir und dem Vater. Und du hast jetzt einen freien Zutritt. Du darfst zum Vater jetzt sprechen. Und wenn jemand dich beschuldigen sollte, wenn der Teufel dich anklagen sollte, sagt Jesus, halt, ich bin der Mittler. Ich bin für dich gestorben. Ich bin für diese Schuld, die du jetzt gerade als Anklage bringst, ich bin dafür gestorben. Ich bin der Mittler. Er darf zu mir treten, weil ich der Mittler bin. Er darf zum Vater sprechen, weil ich der Mittler bin. Wir gehen weiter. Dem Vers 20. Und da heißt es, da sagte Mose zum Volk, fürchtet euch nicht. Ich denke da gerade an die Erscheinung des Engels und der Engel bei den Hirten. Da war auch das erste Wort, fürchtet euch nicht. Und Mose sagt das dem Volk Israel, das Zittern dasteht, die kaum es wagen, ihre Stimme zu erheben. Da sagt Mose zu dem Volk Israel, fürchtet euch nicht, habt keine Angst. Ja, Gott hat sich offenbart. Er ist da auf dem Berg. Da ist dieser Donner, da sind diese Blitze, da ist dieser fürchterliche Hörnerschall. Gott ist da, ja. Aber ihr braucht keine Angst zu haben. Fürchtet euch nicht. Er spricht hier als der Mittler. Er sagt, fürchtet euch nicht. Und dann sagt er weiter, denn nur um euch zu prüfen, ist Gott gekommen. Und damit die Furcht vor ihm euch vor Augen sei, damit ihr nicht sündigt. Warum ist Gott so erschienen auf dem Berg? Als erstes sagt er, um euch zu prüfen, euch auf die Probe zu stellen. Und ich denke da an 1. Mose 22. Und hier ist es Abraham.
und Gott spricht zu Abraham. Vers 1. Und es geschah nach diesen Dingen, da prüfte Gott den Abraham. Da ist das gleiche Wort verwendet im Hebräischen. Prüfen, auf die Probe stellen. Gott prüfte Abraham. Und Gott sagte zu ihm, er sprach zu ihm, Abraham. Und er sagte, hier bin ich. Ich finde es so schön, wenn das hier so geschrieben steht. Da ist Abraham, der noch nicht das Wort Gottes, so wie wir es in der Hand halten, gehabt hat. Er hatte noch kein Buch in der Hand, in dem er Gott so irgendwie erkennen könnte. Aber Gott spricht zu Abraham und Abraham sagt, hier bin ich. Er ist bereit zu hören. Er ist bereit wahrzunehmen, was Gott zu ihm sagt. Und er sprach, nimm deinen Sohn, den einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Das ist, was Gott zu Abraham sagte. Das war die Probe, die er für Abraham vorbereitet hatte. Eine sehr schwere Sache. Ich kann das jetzt nicht auslegen, weil das zu viel Zeit in Anspruch nehmen würde. Aber es war eine Prüfung, eine Probe, auf die Gott Abraham stellte. Und wir wissen, da ist er dann hingegangen, wissend über dieses Wort. Er ist 3 Tage lang unterwegs gewesen, bis er dann zu dem Berg Moria kam, um dort seinen Sohn zu opfern. Das war Gottes Gebot. Das ist das, was Gott ihm sagte. Und er war bereit, das zu tun. Abraham hat sich da nicht gewehrt und gesagt, Gott, das kannst du nicht machen. Das ist gegen deine Vorstellung, das kannst du nicht machen, dass ich jetzt meinen Sohn opfern soll. Den einzigen, auf den ich so lange gewartet habe, das kannst du nicht machen, nein. Abraham nimmt seinen Sohn und er geht dahin. Und sie gehen auf den Berg Moria. Wisst ihr, das ist der gleiche Berg, auf dem Jesus gestorben ist, an dem er gekreuzigt wurde. Abraham ging dahin. Und das war eine Prüfung. Und kurz davor, dass er Isaak mit seinem Messer opfern wollte, sagt Gott nein durch einen Engel und zeigt ihm ein anderes Tier, das er an Isaaks Statt opfern sollte. Und doch ist es ein Bild darauf, was einmal geschehen würde. Es ist ein Bild darauf, dass Jesus für uns dort das wahre Opferlamm sein würde, dort am Kreuz. Aber es war eine Probe an Abraham. Und auch hier sagt Mose, es ist eine Probe. Es ist eine Prüfung. Es gibt noch mehrere Stellen in der Bibel, wo Gott das Volk Israel auf die Probe stellt, immer wieder, um zu sehen, wie die reagieren würden, was sie tun würden. Gott will nicht uns irgendwie in die Quere führen oder uns es sehr schwierig machen. Aber immer wieder gehen wir auch durch Prüfungen durch, damit wir erkennen, damit wir sehen, wie wir vor Gott stehen, wie unser Leben vor Gott ist. Er will uns zeigen, wenn wir durch Prüfungen gehen, wenn wir durch Schwierigkeiten gehen, das ist nur deswegen, weil er uns zeigen will, wo wir stehen. Und er will uns aber auch einen Ausweg zeigen. Es ist keine Prüfung, die keinen Ausweg hat. Er hat eine Lösung für uns. Aber er will uns zeigen, wie wir sind. Und er will uns zeigen und uns ihm näher führen. Er will uns zu Ehrfurcht führen. Diese Furcht, die sie vor Gott gehabt haben, vor dieser Stimme, die da aus der Wolke spricht.
Das war, um euch zu prüfen, damit die Furcht vor ihm euch vor Augen sei. Damit wir erkennen, wie groß, wie herrlich, wie mächtig, wie ehrfurchtsgebietend Gott ist. Damit wir das erkennen. Es ist derselbe Gott, den wir heute anbeten. Und ich sehe da, wie Jesaja da vor dem Thron Gottes steht und zittert, weil er diesen großen Gott sieht. Ich sehe die Offenbarung, wie uns der Thron Gottes beschrieben wird, in der Herrlichkeit und der Größe. Das ist unvorstellbar. Es ist so groß, wir können es kaum fassen. Vielleicht ist es auch deswegen, dass wir oft darüber nicht so viel nachdenken. Aber wir sollten darüber nachdenken. Und wenn wir so die Größe Gottes in unserem Leben erleben, dann nicht damit wir Angst haben, sondern dass wir Ehrfurcht haben. Dass wir Gott vor Augen haben. Und das heißt hier so schön, damit ihr nicht sündigt. Volk Israel, ihr habt jetzt die Worte Gottes gehört. Ihr habt diese Herrlichkeit, unbeschreibliche Herrlichkeit und Größe und Macht dort auf dem Berg gesehen. Das ist, damit ihr nicht sündigt. Damit ihr nicht einfach weiter so lebt, wie ihr gelebt habt. Wenn wir Jesus am Kreuz sehen, ist es, damit wir nicht sündigen. Jesus sagt zu der Frau, die im Ehebruch getroffen worden ist, er sagt, geh hinfort und sündige hinfort nicht mehr. Damit ihr nicht sündigt. Ich möchte eine Stelle aus 1. Johannes lesen. 1. Johannes Kapitel 2. Und da schreibt Johannes in Vers 1. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Er hat vorher darüber gesprochen, über das Wandeln im Licht und über das Wandeln in der Finsternis. Und er sagt, wenn jemand sagt, er hat keine Sünde, dann belügt er sich selbst. Und die Wahrheit ist nicht in ihm. Aber dann sagt er auch weiter, dass wir, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Das sagt er vorher. Und dann sagt er, meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und das geht aber weiter. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden. Nicht allein, aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Er schreibt es hier auch so natürlich. Ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Genauso wie hier Mose sagt, dieses geschieht alles für euch, damit die Furcht vor euren Augen ist, damit ihr nicht sündigt. Ihr lebt vor Gott. Wir leben alle vor Gott. Und es ist wichtig, dass wir lernen, unser Leben so auszurichten, dass er die Ehre bekommt. Und dass wir nicht mutwillig sündigen. Und wenn wir sündigen, dann heißt es weiter, haben wir einen Beistand, Jesus Christus. So schön, das zu hören. Wir haben einen Beistand. Wir haben jemanden, der zwischen uns steht. Wir haben einen Mittler. Und ich lese jetzt noch den letzten Vers, den wir betrachten werden in aller Kürze. Und zwar Vers 21. So blieb denn das Volk von Ferne stehen. Mose aber näherte sich
dem Dunkel, wo Gott war. Mose ging da auf den Berg. Das Volk blieb von Ferne stehen. Aber wir sollen nicht von Ferne stehen bleiben. Und auch Gott wollte nicht, dass das Volk nur von Ferne stehen bleibt. Gott hat sich zwar so herrlich offenbart, so groß sich gezeigt, damit die Menschen Ehrfurcht vor ihm haben, damit sie nicht sündigen. Aber er wollte nicht die Ferne des Volkes haben. Gott freut sich in der Nähe. Und in Jakobus 4, Vers 8, da heißt es, naht euch Gott. Bleibt nicht so wie das Volk von Ferne stehen, vielleicht in der Angst erstarrt. Nein, bleibt nicht da. Naht euch Gott. Kommt ihm nahe, er will die Gemeinschaft mit dir haben. Er wollte schon immer Gemeinschaft mit den Menschen haben. Der Mensch hat sich von Gott abgekehrt. Der Mensch hat gesündigt. Der Mensch ist weggegangen. Gott suchte die Gemeinschaft schon dort im Garten Eden. Er sucht die Gemeinschaft auch heute. Und ich glaube, er sehnte sich auch nach der Gemeinschaft mit dem Volk Israel. Für uns heute heißt es, naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Du machst einen Schritt zum Vater hin, wie der verlorene Sohn dort bei den Schweinen. Ich will zurück zu meinem Vater gehen. Ich will nicht bleiben bei den Schweinen. Ich will zu meinem Vater gehen. Ich will sagen, ich habe gesündigt. Er naht sich dem Haus des Vaters. Und was macht der Vater? Der Vater läuft seinem Sohn entgegen und nimmt ihn in den Arm. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Naht euch Gott heute Abend in seinem Mahl. Und du wirst erleben, er wird sich euch nahen. Er wird dich nicht auf Distanz halten. Er wird nicht sagen, Moment mal, du darfst nicht nahe kommen. Durch das Blut Jesu Christi dürfen wir uns ihm nahen. Und er wird uns nicht wehren. Er wird nicht sagen, du nicht. Wir sagen so oft, du nicht. Aber er sagt, wenn du einen Schritt zu mir machst, ich laufe dir entgegen. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Es heißt auch weiter dann in Jakobus 4, Vers 8, säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt ihr Herzen, ihr Wankelmütigen. Ja, auch das müssen wir auf uns wirken lassen. Wir müssen uns immer wieder reinigen. Und wir tun das, indem wir zu Jesus kommen. Wir tun das, indem wir unsere Sünden ihm bekennen. Wir tun das, indem wir sagen, Jesus, du hast recht, ich habe versagt. Danke, dass du für mich gestorben bist. Danke, dass du meine Schuld auf dich genommen hast. Säubert eure Hände in dem Blut Jesu Christi. Bekennt ihm die Schuld. Und du wirst merken, wenn da vielleicht so eine Wolke zwischen dir und Gott ist, wo du denkst, oh, irgendwie ist die Gegenwart Gottes so ferne von mir. Da sagt Jakobus uns, säubert eure Hände. Reinigt eure Herzen. Naht euch Gott. Und er wird sich euch nahen. Amen.